auf einen Schlag. Das ist doch mal eine Ansage. Jetzt kommen die Lady-Kracher aus dem Team Boss Hoss und wir legen los mit Kimberly. Und jetzt der Sister Act, Mimi und Josephine. Und sie macht das Quartett komplett. Greta! Just stop you crying, it's a sign of the time. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. Woo-hoo! You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Running from the bullets, the bullets. Yes, I bet you did it.
waren doch alle vier sowas von geil. Ja. Wow, 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 wow. Das ist ein viermal Wow. Der Wahnsinn. Ey, das war im Zusammenspiel mit der Band und eure Stimmen und dem Klavier, das war wie so ein richtig geiles Konzert, oder? Hammer. Danke. Absolut, ja. Krass, auf jeden Fall. Stolz, wir sind so stolz. Team Boss Hoss Rules, echt, ihr seid fantastisch, Mädels. Wir haben es uns genau so gewünscht, nämlich gewünscht und gedacht, dass wir das, was wir erarbeiten, dass ihr dann auf der Bühne auch nochmal einen drauflegt. Und ihr habt das so grandios gemacht, Mädels. Vielen Dank. Ganz Danke. Toll. Ja, es war tatsächlich schwer zu erkennen, dass wir uns hier bei Boys Kids finden. Ihr alle vier, die gemeinsam auf der Bühne steht, habt das so ausgestrahlt, dass das einfach Spaß macht, das hier zu machen. Dankeschön. Stefanie sind auch richtig geflasht. Das ist, ja, weil es einfach krass ist, muss man sich mal klar machen. Wir sind hier bei The Voice Kids und ihr nagelt hier eine Mehrstimmigkeit auf die Bühne. Also es ist einfach unfassbar, was hier für eine Musikalität unterwegs ist. Also großes Kompliment. Dankeschön. Danke. Und Mimi und Josephine, man muss das einfach sagen, es war eines der stärksten Battles hier. Und man muss sagen, ihr seid einfach auch eines der stärksten Talents, wenn nicht sogar Finalisten auf jeden Fall. Vielen Dank. Danke. Mädels, ey, das war so, so, so geil. Echt so. Also besser kann man es nicht machen. Punkt. Ne? Besser Danke. Geht. Und ihr habt es zweimal so geil gemacht sogar. Ja. Krass. Jetzt wird's spannend. Kimberly, du bist ein Riesentalent und du klingst genauso, wie du klingen möchtest. Also du bist eine Künstlerin und du hast ganz, was ganz Arty-mäßiges hast du in dir. Und das Dankeschön. Ist wirklich sehr, sehr stark. Vergiss nicht, manchmal noch so ein bisschen zu gucken und zu glänzen. Weißt du, es ist so ähnlich, wie wenn sich Leute unterhalten und jemand guckt nicht in die Augen. Das muss nicht die ganze Zeit sein, um Gottes Willen. Aber so ab und an mal so einen leuchten lassen, weißt du, ich würde vielleicht noch einen draufsetzen. Aber ich will damit nicht sagen, dass du irgendwas falsch machst. Ist nur so ein kleiner Tipp vielleicht noch, wie du noch einen drauflegen kannst. Danke. Greta, du bist so der Fels in der Brandung für diese Gang, für die Girls-Gang da oben. Du bringst diese unglaublich tiefe Gelassenheit und Ruhe mit. Das ist so angenehm und es hat so eine Größe und das in deinen jungen Jahren schon so zu bringen, ist einfach echt Weltklasse. Das ist ernst. Dankeschön. Toll. Ihr beiden, Mimi, Josie, ihr seid natürlich echt so zwei Knaller vom anderen Stern irgendwie. Ne? Keine Ahnung, wahrscheinlich so nach der ersten Milch war ihr direkt am Singen oder so. Ihr seid so eins, ne? Ihr seid so tight beieinander, da passt kein Blatt zwischen. Also ihr seid so connected musikalisch, das ist auch sehr, sehr einzigartig. Dankeschön. Danke. Ja. Jetzt haben wir die schwere Aufgabe, ne? Uns entscheiden zu müssen, was echt fies ist. Wir denken nicht nur an die Sing-Offs, wir denken natürlich auch ans Finale. Wir haben die anderen Teams kennengelernt und gesehen, was da alles für tolle Talente dabei sind. Und deswegen haben wir natürlich einen Plan. Wir wollen, glaube ich, oder? Haben wir ja, ich würd sagen, also es ist schwierig. Alle haben gewonnen auf ihre Art und jeder ist ein Sieger. Aber wir haben für uns gerade noch zugeflüstert, in den Sing-Offs gehen wir mit